Das war gerade ein Musikbeispiel aus der wunderbaren ersten Sinfonie von Johannes Brahms, die er geschrieben hatte, ganz hier in der Nähe, in Baden-Baden, vollendet im September, Oktober 1876 in der Lichtenthaler Allee, also im Eindruck der Natur. Uraufgeführt übrigens ganz in der Nähe in Karlsruhe, ebenfalls im November 1876. Warum sage ich das? Warum habe ich diese vorgespielt? Wir veranstalten am 7. Juli ein Konzert, das ebenso inspiriert sein soll von reiner Natur, von einer guten, nachhaltigen Zukunft und von einem klimabewussten Denken. Derlei Dinge, die heutzutage in unseren Flüssen und Meeren herumfliegen und herumschwimmen, gehören da nicht hin. Aber wir haben sie verursacht. Wir möchten mit diesem Konzert aufmerksam machen und einladen zu einem Nachdenken, zu einer Symbiose aus Musik, Storytelling und Erfahrung aus unserem EU-Projekt, das wir gerade zusammen mit dem Lehrerkollegium haben gestalten dürfen. Herzliche Einladung in die Musikschule am Sonntag, 7. April um 11 Uhr. Und nun zeige ich Ihnen den Saal, wo das Ganze stattfindet. Herzlich willkommen in der Musikschule Daimlingstraße 12 in Pforzheim. Wir stehen hier im zweiten Stock vor dem Vortragssaal 218, in welchem das Konzert stattfinden wird. Sie müssen nur kommen und eintreten. Das ist unser Konzertsaal in der Musikschule, auf den wir sehr stolz sind. Hier wird das Konzert am Sonntag, 7. Juli, 11 Uhr stattfinden. Ein Konzert unserer Lehrkräfte über Nachhaltigkeit und klimabewusstes Handeln. Wir haben noch nie ein Konzert in dieser Art und Weise gemacht, weil wir neuerlich in einem EU-Projekt Fortbildung belegen, unter anderem letztes Jahr, 2023, in Palermo, Sizilien. Und wir hatten sehr viel Theoretisches gelernt über das Anthropozän, aber auch eben über nachhaltiges Unterrichten. Und das möchten wir Ihnen in diesem Konzert vortragen. Es wird sein ein Mix aus Musik, aus Erfahrung, aus Bildern, aus Videos und aus Geschichten. Sie werden sich wundern, wie gut man Werte und Haltungen über die Musik ausdrücken kann. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Die Musikschule steht offen. Herzlich willkommen zum Konzert am 7. Juli um 11 Uhr.